sind vollzählig, habe zumindest so vernommen. Wir wussten ja nicht ganz genau, wie viele Personen kommen. Essenstechnisch sind wir auf mehr eingerichtet. Wir müssen Sie nicht wundern. Genau. Dann vielleicht noch ein kleiner Tipp. Sie sitzen auf, wie Sie bemerken, ergonomisch hervorragenden Stühlen. Da werde ich gleich auch noch was zu sagen. Die sind allerdings höhenverstellbar. Also wenn der eine oder andere vielleicht, weil er jetzt irgendwie so niedrig sitzt, ne? Also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man die etwas höher stellt, sitzt man bequemer. Ich wollte das nur sagen. Ne? Also ungefähr rechts befindet sich ein Griff, mit dem kann man die Stühle auch nach oben fahren. Und wenn Sie das wollen, ne? Weil ich nur sagen, manchmal sitzt man ein wenig seltsam. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Herr Landrat, lieber Herr Erster Kreisbeigeordneter, ich freue mich natürlich sehr, dass ich heute hier stehen darf und diese wirklich, wie ich finde, wunderschön gelungene neue Schule mit einweihen darf an dieser Stelle. Man könnte jetzt glauben oder sollte glauben, dass wir uns alle darauf gefreut haben, diese neue Schule hier oben zu bauen. Dem ist nicht so gewesen bei allen Beteiligten von Anfang an. Woran liegt das? Ja, das Ganze ist ja so ein bisschen unter dem Namen Ersatzbau Klosterstraße gelaufen während der Zeit. Und Ersatzbau Klosterstraße bedeutet natürlich, dass wir heute hier etwas Neues eröffnen, auf der anderen Seite aber auch etwas aufgegeben haben an dieser Stelle. Und diese Aufgabe des Klosters da unten, das kann ich ganz offen zugeben, ist nicht allen besonders leicht gefallen. Das lag sicherlich am Ende nicht mehr an dem wunderschönen Gebäude, was sicherlich von außen noch einen gewissen Charme gezeigt hat, mittlerweile aber von innen durch den immensen Sanierungsbedarf natürlich nicht mehr modernen Gesichtspunkten entsprach. Aber nichtsdestotrotz haben wir sehr viele Jahrzehnte da unten verbracht, und zwar ganz viele Jahre mit der kaufmännischen Abteilung. Ich kann da eine gewisse Wehmut oder konnte eine gewisse Wehmut durchaus nachvollziehen, weil auch ich da unten mal begonnen habe als Lehrer in der kaufmännischen Schule, weil ich viele Jahre Abteilungsleiter war unten im Kloster und wir das immer durchaus als sehr positiv wahrgenommen haben, dass wir da unten waren. Das hatte unter anderem natürlich auch etwas damit zu tun, dass wir da doch eine gewisse Entfernung zur Schulleitung hatten an dieser Stelle. Und das war sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch nicht ganz so unangenehm. So, allen neuen Beteiligten war jetzt klar, ne? Durch den Umzug ist diese Entfernung zur Schulleitung nicht mehr da. Und von daher waren sicherlich so die ein oder anderen Bedenken. Was ich sagen kann, ist, nach bereits kurzer Einweihung hier oben, glaube ich, wirklich sagen zu können, dass keinerlei Bedenken mehr vorhanden sind, dass das, was ich im Kollegium mitbekommen habe, alle sehr froh darüber sind, dass wir jetzt hier oben sind. Sicherlich auch, weil es die Unterrichtsgestaltung einfacher macht, wenn man an einem Schulstandort ist. Aber, und jetzt komme ich wieder auf dieses Gebäude, weil alle es sehr zu schätzen wissen, welche Möglichkeiten wir jetzt tatsächlich hier oben haben im Vergleich zu dem, was wir da unten haben. Wenn Sie sich umschauen, und Sie haben ja nachher noch die Gelegenheit, sich das Gebäude etwas näher anzugucken, dann werden Sie feststellen, dass wir hier ein Gebäude haben, welches wirklich, ja, ich kann sagen, sämtliche Möglichkeiten einer modernen pädagogischen Entwicklung tatsächlich auch unterstützt. Diese Boards, die wir flächendeckend mittlerweile in sämtlichen Räumen haben, die es uns ermöglichen, zum Beispiel mit sämtlichen Endgeräten hier auch kommunizieren zu können. Das sind Boards, die sowohl Apple-fähig sind, als auch Android-Technologie unterstützen, die eine Windows-basierte Oberfläche haben und. Das ermöglicht uns natürlich sehr viele Dinge im Bereich der pädagogischen Entwicklung. Die pädagogische Entwicklung ist heutzutage stark gekennzeichnet durch die Thematik selbstorganisiertes Lernen, individualisiertes Lernen. Und dieses selbstorganisierte Lernen erfordert halt tatsächlich, dass man von starren Unterrichtsstrukturen, so wie sie bisher bekannt waren, mehr oder weniger abweicht. Hierfür brauchen wir andere Settings und dieses Gebäude ermöglicht es uns, Lernsettings zu bilden, die wir vorher so nicht bilden konnten. Die Tatsache, dass wir zum Beispiel hier diese offenen Strukturen mit den Fenstern und auch den fehlenden Türen haben, wie man sehen kann, hat natürlich einen Grund. Der Grund liegt darin, dass heutzutage Unterricht auch dadurch gekennzeichnet ist, dass man den Lernort wechselt. Dass man zum Beispiel den Lernort wechselt, um zu recherchieren. Dass man den Lernort wechselt, um in Gruppen zu arbeiten. Und das muss man nicht immer starr in einem Klassenraum machen.
Diese offene Struktur ermöglicht es den Schülern deutlich einfacher, jetzt diesen Lernort zu wechseln. Man kann sich vorstellen, wenn ich geschlossene Türen habe, geschlossene Räume, ich sehe überhaupt nicht, ob sich jemand in diesem Klassenraum befindet. Das heißt, ich habe auch eine Hemmschwelle, diesen Raum zu betreten. Hier kann man relativ einfach jetzt in die einzelnen Räume gehen. Und es hat noch einen Vorteil, das werden wir heute sehen, Schule ist natürlich nicht rundherum immer zu 100% besetzt. Das heißt, es ist nicht jeder Raum in jeder Stunde des Tages besetzt, weil es gibt Freistunden, es gibt immer Situationen, wo auch mal Klassen fehlen. Und diese Räume stehen im Regelfall dann in der Zeit leer. Hier ist es jetzt relativ einfach und das machen die Schülerinnen und Schüler auch. Sie bewegen sich durch das Gebäude, sehen sehr schnell, ob ein Raum leer steht und können dann auch in diesen Raum gehen, um zum Beispiel dort bestimmte Arbeiten zu verrichten. Sehr herzlich im Namen der Kreislinien zu unserer kleinen Feierstunde heute begrüßen. Der Kreis ist heute exponiert vertreten. Wir haben den Kreisvorsitzenden, Herrn Hesse, den ersten Bürger des Landkreises, wenn man das so salopp formulieren darf. Wir haben den Kreisausschuss ja in schlussfähigem Maße vertreten. Allen voran darf ich auch im Namen des ersten Kreisbeirats, Karl Willi Friese, Sie herzlich begrüßen, der das Projekt ja von seiner Zeit ja Beginn an begleitet hat und auch angestoßen hat. Ja, schon ein sonderbarer Arbeitstitel. Man neigte dazu, solchen Projekten wie diesen auch einen belastbaren, wiedererkennungsfähigen Arbeitstitel zu verleihen. Ersatzneubau Klosterstraße. Für einen Außenstehenden muss man erstmal auf die Idee kommen, wo feiere ich denn diesen Termin und hätte mich möglicherweise falsch in der Stadt Korbach bewegt, auf der Suche nach der Klosterstraße. Ja, es beschreibt aber eine Zäsur. Und ich bin mir sehr sicher, dass der eine oder andere hier in Korbach Erfahrene das Gebäude der Klosterstraße aus eigener Anschauung kennt, vielleicht dort mal zur Schule gegangen ist. Früher war es ja auch mal Gymnasium, insoweit der zweite Funktionswechsel dieses Gebäudes. Und jetzt wird das Gebäude gänzlich anders genutzt, aber das ist eben auch eine andere Struktur für diese beruflichen Schulen hier an der Klosterstraße. Die Idee, das zusammenzuführen, kann der jetzige Schulleiter gut nachvollziehen, nachdem aus der eigenen Erfahrung die Vorzüge einer getrennten Standortführung durchaus auch mal schätzen gelernt hat, gut nachvollziehen, hat es auch sehr schön geschrieben. Ich kann das nur teilen. Schule kompakt an einer Stelle hat deutlich mehr an Qualität und Mehrwert auch zu bieten. Ja, ein Projekt, das auch für den Landkreis als Schulträger besonders ist. Gehen wir mal mit den Dimensionen. Das ist nur ein Anbau. Naja, ein Anbau, nette Nutzfläche, 2800 Quadratmeter rund, mal geschätzt 18 Klassenräume. Drei Gruppenräume, die dann eben wie hier beschrieben zielführend auch genutzt werden können, das ist schon mehr als ein Anbau. Das ist schon ein veritabler Schulneubau, wenn natürlich auch hier angeordnet am Schulzentrum an der Kasseler Straße. Es ist ein anspruchsvolles Projekt, weil es eben sehr konsequent die Philosophie umsetzt, Bildungslandschaften modern zu gestalten. Das Konzept hier ist das Konzept der offenen Bildungslandschaft, ein spannendes Vorhaben, auch jetzt noch in der Rückschau. Es gibt ja mehrere Wege, die letztlich diese Idee umsetzen können. Wie kann es gelingen, Menschen mit viel Freude hier am Ort der Bildung auch zu binden, flexibles Lernen, selbstorientiertes Lernen zu befördern? Dem dienen ja alle Konzepte dieser Art. Und das Konzept der offenen Bildungslandschaft geht noch ein Stück weiter. Sie haben es beschrieben, es sorgt für Transparenz in der Entscheidungsfindung. Man ist ganz anders im Gebäude unterwegs und nutzt auf diese Art und Weise auch das Gebäude ganz anders. Ich weiß, es gab hier und da eine Debatte zu den fehlenden Türen und zu der akustischen Situation. Das ist aber tatsächlich gelungen, es aufzulösen. Hier und da wurde noch ein bisschen nachjustiert. Man darf auch mal lernen bei einem solchen Projekt. Ich glaube, das gehört zur Erkenntnis mit dazu. Auf jeden Fall sind jetzt die beruflichen Schulen mit diesem Bauvorhaben bestens aufgestellt, ein wirklich hochattraktives Bildungsangebot zu unterbreiten. Und das, was eben sehr schön beschrieben worden ist, dass die jungen Menschen sich hier wohlfühlen sollen, ist zentrale Voraussetzung für den Bildungserfolg. Spaß und Freude am Lernen ist das eine Thema und das korreliert eben in hohem Maße mit der Situation des Gebäudes. Und wenn ich Sie mal mitnehmen darf, gedanklich in Ihre Schulzeit, als wir noch in sehr kalten, klar strukturierten Räumen unterwegs waren, dort aneinander gereiht, die verschiedenen Klassenzimmer, da war man froh, wenn man den Raum geordnet verlassen hat, idealerweise mit einer deutlichen, positiven Meinungsäußerung das Schulgelände insgesamt verlassen hat. Das soll sich erkennbar verändern. Die jungen Menschen müssen sich hier wohlfühlen, damit auch dort der Bildungserfolg auch eintritt. Die Firma Fechtelkorn und Eggers waren einmal auf das Projekt zurückblicken. Das ganze Verfahren war ein Verhandlungsverfahren nach
einer beschränkten Ausschreibung. Wir konnten uns hier mit unserem Konzept durchsetzen, das Gebäude und unterm Strich natürlich auch der Preis. Den Zuschlag haben wir dann am 13.07.2020 erhalten. Jetzt, gut 2,5 Jahre später, sitzen wir hier oder stehen in diesem Gebäude und können feierlich die Einweihung begehen. Das Gebäude ist im Grundriss ca. 50 x 20 Meter groß, 3 Geschosse und somit 12 Meter hoch. Die Bauzeit nach einer intensiven Planungsphase und der Erwirkung der Baugenehmigung begann dann im Jahr 2021 direkt im Frühjahr. Der erste Beton für die Fundamentierung wurde im März 2021 eingebaut. Fertig waren wir mit dem Rohbau bereits im Mai 2021, also nach Frist von 2 Monaten. Das hat sich hier ermöglicht durch den Einsatz von Stahlbeton-Fertigteilen. Wir konnten noch einbringen, dass wir jedes Geschoss binnen 2 Wochen im Rohbau fertigstellen. Das Ganze hat uns einen derartigen zeitlichen Vorteil verschafft, sodass wir alle Lieferschwierigkeiten und alles, was es gab in diesen Zeiten, kompensieren konnten und letzten Endes pünktlich hier das Gebäude fertiggestellt haben. Ein großes Thema. Alkoholische Getränke und bitte ergreifen Sie zu, wir haben wirklich viel gemacht, ne? Und das wollen wir ja nicht alles wieder mit nach Hause gehen. Ja, genau. Habt ihr was dagegen? Nein. Nein. Okay. Das ist ein voller Drache. Nee, ich muss vorher fragen. Das ist nicht schlimm. Alles gut. Ich grüße meine Katze. Uwe Schönrock, der Leiter der beruflichen Schulen hier in Korbach. Neues Gebäude, lange drauf gewartet. Zufrieden? Ja, ich hatte es ja vorhin schon gesagt bei der Eröffnung, wir sind sehr zufrieden mit dem, was hier erstellt wurde. Wir haben wirklich schöne Lernlandschaften bekommen. Wir haben für Schüler ein sehr lebenswertes Umfeld bekommen und wir sind sehr zufrieden mit dem. Ja. Schule verändert sich, hat sich immer verändert. Von der Lateinschule im Kloster über die preußische Kadettenanstalt. Sie haben vorhin von der Schule als Lebensraum gesprochen. Warum? Ja. Ja, also zum einen ist natürlich die Zeit, die die jungen Menschen hier in der Schule verbringen, durchaus eine nicht unerhebliche Zeit. Und aus unserer Sicht ist das eben ein Ort, an dem man eben viel Zeit verbringt. Und es soll auch ein Ort sein, an dem man sich entsprechend wohlfühlen kann. Das aus unserer Sicht, dieser Ort wird durch teilweise alte und altstrukturierte Schulen halt in dieser Form so nicht geboten. Und wir glauben eben einfach, dass eben auch eben dieser Lebensraum Schule in den Mittelpunkt gestellt werden kann, indem man nicht nur das Lernen sieht, sondern indem man sich auch gerne aufhält, indem man sich auch mit Freunden trifft und eben auch dort ja sein Umfeld auch genießen kann. Nun sind die beruflichen Schulen in Korbach keine klassische Berufsschule mehr. Es gibt sehr wohl die Berufsschulklassen, aber inzwischen stehen sie ja im Wettbewerb zu den Gymnasien im Kreis. Ja, wir stehen schon seit geraumer Zeit natürlich, wenn man so sagen will, im Wettbewerb. Ich hoffe, in einem gesunden Wettbewerb. Aber natürlich hat auch an unserer Schule die Anzahl der Vollzeitschüler in nicht unerheblichem Maße im Laufe der letzten Jahre zugenommen. Und dazu gehört eben auch unter anderem natürlich zu den Vollzeitschulformen auch das berufliche Gymnasium. Ja. Und der Abschluss mit der Hochschulreife, sprich das Abitur. Ja genau, also der ganz normalen allgemeinen Hochschulreife, wie sie auch an allen anderen, wie will man so sagen, traditionellen Gymnasien auch angeboten wird. Diese Abschlüsse sind komplett identisch, ob man das jetzt bei uns am beruflichen Gymnasium macht oder am traditionellen Gymnasium. Das ist die allgemeine Hochschulreife, ja. Jetzt ist noch nicht ganz das Ende der Fahnenstange hier bei den beruflichen Schulen erreicht. Ja. Die Sanierung des älteren Gebäudeteils ist ja noch nicht ganz abgeschlossen. Ja.
da warten Sie auch drauf. Ja, also wir sind, sagen wir mal, mitten dabei. Wir hoffen, dass wir bis zu den Sommerferien den Bereich der Lernlandschaften zum Abschluss gebracht haben, sodass wir, sagen wir mal, von den räumlichen Gestaltungen her, was den normalen Klassenräume betrifft, ähnlich aufgestellt sind wie hier jetzt mit dem Neubau. Da sind wir relativ weit. Aber im letzten Bauabschnitt fehlen natürlich noch die Werkstätten, denn logischerweise, wir als berufliche Schulen haben natürlich auch einen sehr großen gewerblich-technischen Bereich mit sehr vielen Werkstätten und die stehen noch komplett am Anfang der Sanierung. Reichen die Räume aus? Wie viele Schülerinnen haben wir im Moment? Und es nimmt ja immer noch zu. Ja, also wir haben roundabout 2.500 Schüler. Natürlich im Voll- und Teilzeitbereich, sodass wir natürlich auch eine große Schülergruppierung haben, die eben nur zwei Tage als Teilzeitberufsschüler hier in der Schule sind. Wir haben vielleicht so ungefähr 1.000 Vollzeitschüler, die jeden Tag hier sind. Die anderen sind Teilzeitschüler. Ausreichen der Räumlichkeiten? Im Moment ja. Also von den Planungen, so wie wir sie haben, reichen die Räumlichkeiten aus. Wir haben ja immer noch den Schulstandort Bad Arolsen auch als Ausweichstandort. Aber die weitere Entwicklung muss man halt sich anschauen. Im Moment sind wir ganz gut aufgestellt, ja.